Ich kann am wenigsten verzichten auf die Sonne, weil man da richtig lebensfroh wird. In die Kirche zu gehen, weil mein Glaube das ist, was mich trägt in meinem Leben. Auf menschliche Wärme brauche ich nichts mehr dazu zu sagen. Musik. Sex. Essen. Essen, ja, auf jeden Fall Grundbedürfnis. Zigaretten. Schlafen. Schlafen. Schlafen, ganz wichtig. Ja, die niedrigsten Bedürfnisse, das ist das Klo, ja. Schule und Ausbildung. In manchen Ländern ist es leider nicht möglich, dass man überhaupt eine Bildung hat. Für Frauen vor allem. Und dass wir das in Deutschland haben oder in vielen europäischen Ländern, das ist was Schönes für mich. Brezel darf ich nicht fehlen. Das muss man essen. Auf Kunst, Literatur, Musik, weil das ist das, was mich ernährt. Auf Nahrung kann ich verzichten, nicht auf Kunst, Musik. Also ich kann nicht verzichten auf meine politische Aktivität, auf das, dass ich mich einsetze, gern für eine Welt, in der meine Kinder und Kindeskinder auch noch gut leben können. Auto. Da, wo wir herkommen, gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Eher die ländliche Gegend, da ist man angewiesen aufs Auto. Na, auf gute Nachbarn und Menschen, die mich mögen, weil ich sehr gern mit Menschen zusammen bin. Ich komme jetzt gerade auch vom Singen, da waren wir auch eine schöne Gemeinschaft. Aufs Handy, kein Facebook, kein WhatsApp, man ist halt schon handyabhängig. Verzichten könnte ich auf Familienglück, also am wenigsten, weil mich das am meisten erfüllt.